Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode WMAN 21 zu 9 und wir haben jetzt in den letzten drei Folgen neben ein bisschen Farmen auch die Personen, deren Auge gestohlen worden sind, halt getroffen und somit die, oder ja, den Wunsch von Ayaka sozusagen erfüllt. Deswegen besuchen wir sie und werden jetzt ihr sozusagen unser Erkenntnis mitteilen. Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Eigentlich haben wir gar nicht geholfen, oder? Der Schaden, der durch den Verlust eines göttlichen Auges entsteht, kann nicht komplett ungeschehen gemacht werden. Und ich denke, das werde ich auch anklicken. Yeah, short of getting them their visions back. Seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the three things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh. Okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. All right, we can be friends. In Ordnung. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Ich hoffe, dass sie eines Tages frei davon sein können oder dieses Schicksal ist schlimmer als der Tod. Ja, die Frage hatte ich ja euch auch vor zwei Episoden gestellt. Das wirkt ja ziemlich erdrückend und so weiter. Ich denke, ich mache das Erste, weil es gibt dann ein bisschen so die Hoffnung, dass man, wenn man das Auge zurückgeben kann, vielleicht irgendwie, vielleicht ändert sich ja was. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault and the rains descend. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Ich helfe dir im Kampf gegen das Augenhatz-Dekret. You will? Really? Doch, du musst dein Versprechen halten. Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we can move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Yep, da sind wir wieder. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land. And even to allow or deny access.
Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebearers built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Was für eine Art Gottheit ist Shogun Raiden, oder kämpft sonst niemand gegen das Augenhartsekret, oder habt ihr formellen Einspruch gegen das Augenhartsekret eingelegt? Ich würde das erste sagen. The Almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. So, kämpft sonst niemand gegen das Augenhartsekret? The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad! Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island, due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Und jetzt der formelle Einspruch gegen das Augenhartsekret. Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryo Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Ich habe keine weitere Fragen. Ooh, Paimon has a question though! Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Bestimmt ist Venti dort. Kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryo Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu.
Er hat viele Leben gerettet, oder es ist nur recht und billig, dass er auch gerettet wird. Ich sag das erste, ja. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. Deshalb soll ich mich darum kümmern, By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Okay. Omamori, Gerechtigkeit und keine Ahnung. Die Achievements gehen immer so schnell weg. Ja, warte, nehmen wir den Charakter in ihrer Größe. Ja. Ja, aber es ist ihr Kimino halt sehr detailliert. Aber eher so als Kampf-Kimino, habe ich so den Eindruck. Mit diesen Panzerplatten und so weiter. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Charaktermodell findet von ihr. So, Hähnchen! So, verlassen wir die Stube. So, wo geht's zu Naganoharas Feuerwerksartikeln? Können wir auf jeden Fall machen. Ach, das ist hier vorne schon wieder. Wieder am Diskutieren hier oder was? Achso, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Gut. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt Decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt Decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Los. Psst. Hey, wait. Ach die. Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. Alright, alright. Here. Take it. Wise choice. Alright, let's go! What should we do now? He's already given up his vision! Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault! You're the one who stopped us from interfering! Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Ah. Also war dies eine Täuschung. Nice. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial Wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew. I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man.
It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Matsukatsu? Huh? Do you guys know him too? Herrin Kamisato hat seinen Namen erwähnt. You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team! Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop! She must have meant you! Seems like I finally got a new job to do! Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source! Seems we've got the right person on our team! Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way! Time to break him out! Mal so blöd gefragt, erinnert ihr euch nicht auch an Amber? Irgendwie, die wirkt genauso wie Amber, so ein bisschen, nicht hyperaktiv zu sagen, aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie Amber im Endeffekt. Muss ich denn eigentlich hochlaufen oder kann ich mich nicht direkt pushen? Ja, hier, keine Ahnung, die ist auch so fröhlich und so und hier und da. Ja. Man hätte auch die Brücke nehmen können, aber normalerweise ist ja unter der Brücke auch mal was. Nun gut, dann ab zu ihm. Achso, ich muss hinten rum. Ich dachte, ich kann jetzt einfach durch die Tür gehen oder so. Aha. Ach, da gibt's wieder sowas. Ja. Boah, das sieht aber geil aus. Feuer und Eis? Ach, da können wir sie bestimmt wieder ausprobieren. Die Yojima, Yoyami. Ich kann mir Namen so nicht merken. Aber das hatten wir schon mal. Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? All right then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. Müssen wir uns wieder ducken? Eine Blume? Okay. I'll race you there. Oh, gut, gucken wir mal. Ich muss aber kämpfen, ne? Ja, okay. Ich habe mich halt gewundert. Wir hatten ja schon ein paar Mal so eine Mission gehabt, wo wir uns schleichen sollten. Das habe ich jetzt halt erwartet. Aber man konnte sich ja nicht hinhocken. Zack. Zack. Ja, ist ein bisschen widerstandsfähiger, aber jetzt nicht besonders. Ich bleib gerade stecken wieder. Boom. Boom. So, jetzt kommt. Ah, die waren doch einen Tick zu weit weg. Ich habe extra nicht geschossen. So. I must withdraw. Weiter im Text. Wer steht denn da? Ach, auch so einer. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. Wie es einfach nicht aussieht, wie tief es da auch ist. Hier. Soll ich vielleicht doch mal mit Elektrizität versuchen? Na. Supraleiter. Vielleicht doch Ningguang? Ich sehe nix. Okay, Ningguang, die Wand zumindest war jetzt sehr sinnvoll. Zack. Zack. Komm, ich krieg dich weg. Bam! Der eine bleibt stecken gerade.
Und die, denke ich, behalte ich jetzt erstmal, weil wir gleich mehr fighten müssen. Links. Ey, resette dich nicht. Und zack, Amber hier. Ulti ist gerade ready. Na, kann ich ja immer noch machen. Jetzt zum Beispiel. Ich darf nur keinen Schaden davon halten. Ach, die hat sich umgedreht. Mist. Ich dachte, ich krieg die drei weg. Wir müssen jetzt aber auch jeden Moment ready sein. Ja, ist sie. Lingguang. Ich mag halt nicht, wie der kämpft, ey. Zack. Alter. Ich muss halt echt aufpassen. Ich muss anders kämpfen. Die Kleinen müssen zuerst weg. Weil der Große rusht einen immer so an und dann... Zack, 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 zack. Na, komm schon. Ich wollte nämlich einen Charakter wechseln die ganze Zeit, damit ich die Puppe werfen kann. Damit die ein bisschen abgelenkt sind. Zack. Zack. Aha, jetzt hast du verkackt. Ach, komm schon. Jetzt. Ich wollte halt, dass sie zusammenkommen. Na, und mich durchwurscht. Zack. Oh, kein Schaden. Hier mache ich kaum Schaden. Gefällt mir so nicht. Gut. Man merkt, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr farmen muss. Wobei beim letzten Mal haben wir ein bisschen gefarmt. Ein paar Materialien. Alter. Ich hasse sowas. Krieg ich das nicht kaputt? Nein. Warte mal. Gibt es hier irgendetwas? Nein, ich muss ihn besiegen. Mann, wie sagt er sich resettet? So nervig, weil es nicht viel Platz ist. Okay, schön. Einmal vor und mal. Durch Ablenkung. Durch die Ulti ready. Na komm, die Puppe. Ja, das ist das, was ich meine. Der blockt halt alles ab. Den Großteil. Ich muss ihn einfach nur in dieses Elektro-Ding locken, aber... Outlay. So. Jetzt öffnet sich das. Ja, okay. Wir müssen das echt so machen. Nun gut, dann ist es halt so. Ali hopp. Wenn man mit diese komische Gitarre da, keine Ahnung, wie es genau heißt, einfach richtig ausrastet. Who goes there? Ja, es war klar, dass ihr da seid. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. Verschieben. Ich wurde aber gerade seitlich attackiert. Ach so, hier. Ach, hier ist doch was. Hey. Hier. So. Zack. Einfach knapp dahinter. Zack. Zack. So. Schieben, damit wir ungestört schieben können. Aha. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Ja, wer weiß. Machen wir mal ein bisschen was drauf. Kriege ich den vielleicht vorher schon down? Oder muss ich das Ding wirklich zerstören? Ah. So, vielleicht hilft das jetzt. Muss mal ein bisschen Auto-Aimen. Wir wollen die ja nicht so krass wegschleudern. Und jetzt Eis. So, genau. Das Timing war ziemlich gut gewählt. Zack. 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 Bam, 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 bam. Bam, bam, bam.
Achso, der ist schon besiegt. Okay. Krieg ich die Truhe geöffnet? Nee. Na, kann ich irgendwo da oben hin? Ah, vielleicht komme ich von der anderen Seite hin irgendwie oder von unten oder. Alter. Na gut. Von den großen Shogunen nicht so gerade Lust. Aber es ist ja ein Gefängnis. Ich sollte die Kleine jetzt ausschalten. Jetzt kommt die Ulti. Der ist ja auch schon da. Eigentlich müsste ich Embers Puppe jeden Moment aktivieren können. Show me what you've got. Was anderes zu machen, Alter. Alter. Das sind sogar drei großen. Ja. Ich dachte, zwei große und die Rest sind klein, aber. Ah. Alter. So. Ausweichen. Boah, der kann auch über diese Kiste springen, so ein bisschen. Nicht gut. Ah, komm schon. Puppe wieder, hier. Ich müsste die Ulti jeden Moment ready kriegen. Warten wir. Ah, ich dachte, ich sollte lieber warten, so ein bisschen, dass sie bei der Puppe bleiben. Dann kommt er mir angerusht. Uiuiuiui, das ist blöd. Genau jetzt, wenn ich die Ulti ready habe. Die sind halt einfach so. Wusch. Solche Gegner mag ich nicht. So. Alter, wie die mich zerlegt haben. Was ist denn los mit denen? Wieso wird denn Feuer und Dings empfohlen, wenn es gar nicht mal so stark ist? Wisst ihr was? Das werde ich auf jeden Fall investieren. Heilen haben wir kaum was, genau. Wir wollten eigentlich irgendwann mal wieder kochen, ey. Boah, wir verbrauchen so viel. Was soll ich das? Ach, wisst ihr was? Ich mache das einfach. Das hier, das hier. So. Da passt nichts mehr rein. Mehr haben wir auch nicht. Wir müssen so durchziehen. Alter, war schon in einer Attacke gewesen. Vielleicht wäre Noel besser, aber Noel braucht lange zu attackieren. Der ging so einen Gegner vielleicht nicht so gut. So, haben wir den. Alter. Die ignorieren die Puppe. Oder naja. Vielleicht einfach out of range. Eieiei, ich nur noch. Na, ich wollte gerade sagen, 117 Lebenspunkte und dann kommt sowas. Das ist aber das, was ich meine. Ich muss mehr Zeit investieren für bessere Waffen. Dann können wir uns stärker machen. Dann müssen wir gegen Hypostasen und die Fuchsbäume kämpfen. Und dann sind wir eh wieder Level 45. Werden die Gegner wieder stärker und dann das gleiche Spiel von vorne. Eieiei. Das hat gut aufgehalten. Ach. Alter. Ich hab euch fast. Alter. Das meine ich halt. Die sind genau um diesen Takt, dass sie einen abwechselnd attackieren können. Ich kann sie nicht wiederbeleben. Ah. Na, komm schon. Jetzt habe ich dich gehittet. So, die Puppe. Vielleicht sieht er sie noch. Zack. Zack. Eieieiei. Was für eine schwere Geburt. Unnötig schwer. So. Ach, da können wir hin. Gucken, was in dieser Truhe drin war, die wir eben gesehen hatten. Wenn es das ist. Nein, ist es nicht. Ah! Wieso ist sie runtergejumpt? Ich warte mal kurz wegen Ausdauer. Ah, hier ist aber auch eine Truhe auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir hier runter. Ah, na, egal. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there?
Können wir schon was wiederbeleben? Ja. Achso, okay, ja, ja. Nicht. Wir können ja nur einmal wiederbeleben pro 2 Minuten. Ich wollte jetzt nicht auf diese Platten treten. Nicht, dass wir direkt Schaden kassieren. So, Halli hopp. Ah, hier komme ich nicht durch. Statt da öffnet sich was oder man könnte was schieben. Kurz überlegen. Okay, die gehen irgendwann aus. So. Ist doch viel einfacher. Wieso? Die sollte einfach hochklettern. Ah, Tor der Wiedergeburt. Ja, okay. Wir haben ja leider nichts zum Heilen. Das wäre ein bisschen blöd. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Hilft ein bisschen, aber die ist wieder satt. Gut, die Puppe muss es ein bisschen richten. Teach me a lesson. Show me what you've got. Nein, wir können echt noch nicht. Egal. Ach, einer ist da. Hat sich da versteckt. Hier gibt es wieder so ein Schutzschild-Ding. Ja. So. Wow. Alter. Schnell diese Dinger nehmen. Wird uns ein bisschen. Was ist denn zu haben? Boah, ich muss diese Wände kaputt machen. Die stören so ein bisschen. Na, nein, 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 nein. Ulti ist ready. Okay, also die Puppe hin. Jetzt die Ulti. Ah, oh, die Ulti hat sie ziemlich kurz gemacht. Okay. Ulti, sofort drauf. Wir brauchen jede Ulti, die wir kriegen. Ausweichen, ausweichen. Ah, Ausdauer war gerade wieder. Da. Nackenklatscher. Zack, zack. Show me what you've got. Zack, zack. Den haben wir jetzt auch weg. Jetzt kommen die Großen wieder. Die war zusammen. Hier. Show me what you've got. Kommt näher. Jetzt. Ach, und der rusht dann weg. Er hat zwar getroffen, aber ich hätte gedacht, dass die Puppe wenigstens sie auf einen Fleck behält. Don't hold back. So. Ja, ja, ja. Ist halt ein bisschen blöd. Vielleicht ist Lisa jetzt besser. Zack. Ah, bisschen. Ulti ready. Und jetzt ist er natürlich gedodged. Ach, ich wollte gerade dodgen. Ausdauer ist wirklich so kritisch bei uns im Team. Wir müssen mehr die Karten erkunden, um die Statue der 7 anbeten zu können. So, jetzt seid ihr wieder zusammen. Zack. Ich will den einen wenigstens weg. Amber. Das war es wert. Wäre besser, wenn beide getroffen wäre, aber geht ja nicht immer so, wie man es will. Ausweichen. Was mit Elektrizität noch? Genau deswegen, wenn er sich in Verteidigungsstellung setzt, ist das halt schwerer zu treffen. Aber der muss doch irgendwie eine Art Schaden bekommen, oder? Zack. Wow. Die Puppe hatte beinahe ignoriert. Zack. Ach, daneben. Ah. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war knapp. Aber ich habe so einen komischen Buff. Ich weiß gar nicht, was das ist. Zack. Du resettest dich. So. Ja, 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 ja. Da hinten ist noch einer. Wieder Truhe. So. Wie viel müssen wir denn noch machen? Ah, gibt's hier irgendwas?
Okay, ich... Ausdauer muss aufgebaut werden, weil das war echt ein Problem. Runter mit dir! So. Ah, achso. Oh, jetzt ist die Puppe nach oben. Muss ich so machen. Solange das stuck ist, ist es meine Chance, den kritisch Hit zu geben. Zack. Zack. Ah, aus. Und wenn er in dieser Laterne ist, nimmt er auch Schaden. Also von daher. Jetzt kommen wir dorthin, ey. Ist hier was? Ach, das sind diese Buffs. Ah, okay. Hab ich eben nicht realisiert, als ich es aufgehoben hatte. Der hat irgendwie kassiert. Zack. Zack. Krieg ich schon runtergestoßen. Zack. Nein. Nein. Runter mit dir. Kurz warten. Ah, jetzt ist er eh dran. Ich habe ihn kriegen runtergeschubst. Und müsste den nicht so krass... Jetzt. Ja, okay. Und müsste nicht so krass attackieren. Gibt es hier irgendein Geheimnis? Schieben. Hm, hier auch? Ja. Hier auch? Ja, 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 ja. Ach, das sind diese Art von Rätseln wieder. Das hier? Hey! You really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryo Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Yaimiya, when did you get back here? Wir sollten uns eine Fluchtmöglichkeit sichern, oder fürs Erste können wir noch abwarten. Na. I can't bear to watch. Anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ah, ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Ich glaube, Kazuha erwähnte sie bereits, oder sie gehört ebenfalls zu den Vollstreckerinnen des Augenhats des Dekrets. Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryo Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh, Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry, sorry, sorry. I didn't mean to. Wir stecken in Schwierigkeiten, beziehungsweise wenn wir nichts tun, finden sie uns garantiert. Das werden sie so oder so. Aber ich würde das erst anklicken. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! Ich habe irgendwie schon gedacht, dass das ein Feuerwerk wäre. The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. Saubere Arbeit. I was particularly proud of this batch. I decided to...
Gott. Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Langsam denke ich, das ist mehr als nur eine Ablenkung. Und ja, das denke ich da auch. Look, the coast is clear. Now's our chance. Schnell. Retten wir ihn. Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose! They could be back any minute! Ach, ich wusste es irgendwie. Die ist nicht so dumm, wie es vielleicht den Anschein mag. Du hast uns die ganze Zeit von da drüben beobachtet, oder? Yes. Leave, before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. You can bet we'll do all we can to keep that from happening. Danke. Leave this place. Eieieiei. Es war ziemlich kurz gewesen. Also die Begegnung mit ihr. Ach, man kann es auch verschieben. Hey, hier gibt es noch weitere Truhen. Ja, die eine haben wir jetzt verpasst, aber ja gut, nicht so schlimm. Also. Na gut. Sphäre verlassen. Tja, jetzt haben wir jemand Neues kennengelernt. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue him. Das haben wir alles dieser Frau zu verdanken, würde ich auch so behaupten. Right, Kujisara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryo Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? Also, was ich sagen wollte, haben wir jetzt ein paar neue Charaktere getroffen, vor allem die eine, die wirklich so aufgedreht ist wie Amber in gewisser Weise, nur sie mit Feuerwerk, sie mit den Gleitschirmen. Naja, wie es auf jeden Fall weitergeht, werdet ihr in der nächsten Episode sehen, deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, weil erstens müsst ihr meinen Kanal nicht immer raussuchen, das heißt, ihr könnt nichts verpassen, so könnt ihr mich am besten und am aktivsten unterstützen. Ihr könnt auch das Glockensymbol mit anklicken, dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte. Für gewöhnlich streame ich auf YouTube und nicht auf Twitch. Lasst gerne einen Kommentar da, egal Fragen, Anmerkungen oder ähnliches. Ich versuche es in der Regel auch immer zu beantworten. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich auch zwischendurch mal Clips aus anderen Spielen. Like, Dislike und ja, würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.